Herzlich willkommen zu einem neuen Norwegen-Vlog. Wir sind schon wieder unterwegs, es ist noch morgens und befinden uns gerade bei einer Aussichtsplattform beim Trollstigen. Der Trollstigen ist, beziehungsweise die Trollstigen, wie auch immer, ist eine Straße, die übersetzt, was war das? Trollleiter heißt. Bedeutet. Wir wissen zwar nicht, warum Trollleiter, aber hier sind auch überall so Trollstatuen und so. Wird schon seinen Grund haben. Und das ist eine Serpentinstraße, sie verläuft schlangenförmig. Ja, ich glaube, cool hat aus. 11 Kurven oder so. Und von dieser Aussichtsplattform hier sieht ziemlich cool aus. Auch mit der Drohne kann man das halt mega cool einfangen. Ja. Allerdings haben wir ein bisschen Pech, weil das Wetter ist zwar gut, aber dadurch, dass die Sonne halt scheint, ist quasi diese Straße in der Mitte gespalten. Also die Hälfte ist schattig. Überbelichtet und die andere ist schattig. Ist und das blöd. Sieht ein bisschen blöd auf der Kamera aus. Aber trotzdem, die Aussicht von hier ist einmalig. Wahnsinn, und für diejenigen, die hier mal herreisen wollen, von Mitte Mai war das, ne? Bis Ende September ist der Weg hier ungefähr geöffnet. Ja. Und teilweise ist die Straße richtig schmal, also sogar einspurig. Und wenn man dann nach unten oder oben fahren will, muss man die entgegenkommenden Fahrzeuge halt vorher durchlassen. Ja. Und wir werden jetzt gleich da runterfahren und vorher genießen wir hier noch so ein bisschen die Aussicht. Wir befinden uns jetzt kurz vor der Atlantikstraße, die wollen wir uns morgen oder auch übermorgen angucken, wir wissen es noch nicht ganz genau, wahrscheinlich machen wir heute so einen ruhigen und werden nur so ein bisschen chillen. Und jetzt befinden wir uns gerade auf unserem Stellplatz, der ist super schön, direkt an so einem kleinen See gelegen, es ist sehr ruhig hier. Bis auf die kreischenden Kinder. Bis auf die kreischenden Kinder. Aber ich denke, die werden so auch irgendwann noch weggehen. Ja, hinter uns sind auch noch ein paar andere Leute, ich glaube sogar schon Dauercamper. Und der Platz an sich hier ist total abgelegen, das ist richtig cool und es ist sehr, sehr ruhig hier und das Wetter spielt gerade richtig gut mit. Ne? Ja. Also wir können richtig schön entspannen, das werden wir wahrscheinlich auch heute machen. Und dann waren wir gerade eben noch einkaufen bei einem Rema 1000. Und für den ganzen Einkauf, den ihr jetzt gerade seht, haben wir, warte, wie viel haben wir dafür bezahlt? Ich glaube so 38 Euro ungefähr. War sehr... Ja, ungefähr 38 Euro oder vielleicht auch ein bisschen weniger, aber sehr, sehr teuer. Das liegt daran, ich würde sagen, so die die Preise für die Lebensmittel sind hier fast doppelt so teuer wie in Deutschland. Aber wir haben uns auch halt so eine Candy-Tüte mitgenommen. Also beim Rema 1000, da gab es so ein riesengroßes Candy-Regal. Ja. Und da waren ganz viele Sachen dabei, die vegan sind. Und da haben wir einfach aufgefüllt, ne? Das ganze Ding hier wiegt 1,1 Kilogramm. Also ich glaube, da haben wir schon ein paar Tage was zu naschen. Wir haben ein bisschen übertrieben. Ich glaube, das hier hat fast 16 Euro gekostet. Ja, aber wir haben jetzt ein bisschen was zu naschen und werden heute wahrscheinlich so ein bisschen entspannen und hier erstmal auch vielleicht baden gehen. Das Wasser ist nämlich gar nicht so kalt wie bei den ganzen anderen Gewässern, wo wir bisher waren. Wir futtern uns jetzt gerade schon durch. Ich würde sagen, bisher haben sich die 16 Euro gelohnt. Manchmal lecker. Echt lecker, ne? Ja. Und wir haben halt super viel gekauft. Also alles, was es da so gab an veganen Sachen. Manchmal echt lecker. Und das Witzige ist, wir haben nie was gefunden, also nie einzelne Sachen gefunden, Sachen gefunden, wo vegan drauf stand, ne? Aber super selten. Mhm. Oh, ist sauer. Das schmeckt echt lecker. Mhm. Aber wir werden jetzt nicht alles aufessen. Wäre sonst einfach zu teuer. Er wäre auch krank. Einfach ein Kilo mitnehmen. Aber das musste jetzt auch mal sein. So sieht das übrigens bei uns im Zelt aus, wenn wir chillen. Ich schneide hier gerade ein Video. Hier sind unsere ganzen elektronischen Geräte plus Kabel. Unsere elektronischen Geräte laden auch nebenbei. Marie liest ein Buch auf ihrem iPad. Und dabei haben wir diese wunderschöne Aussicht hier. Bei uns gibt es jetzt etwas zu essen und zwar werden wir Bolognese essen, da freuen wir uns schon riesig drauf. Dafür benutzen wir übrigens immer eine Bolognese-Fertig-Gewürzmischung. Und das Geile an diesem Stellplatz ist, es ist super leer hier mittlerweile, also es sind kaum Menschen hier. Es sind keine Mücken hier. Also beim letzten Stellplatz hatten wir das Problem, dass andauernd Mücken bei uns in der Nähe waren und es waren so viele Mücken bei uns in der Nähe. Wir wurden die ganze Zeit gestochen und es ist auch relativ windstill hier. Und das genießen wir gerade so ein bisschen. Was übrigens bei einer richtig guten Soße nie fehlen darf, ist Cashew-Mousse. Das haben wir mit aus Deutschland mitgenommen, weil jetzt hier, bisher haben wir hier noch nie Cashew-Mousse gefunden, oder? Nee. Und passierte Tomaten haben wir auch noch mit aus Deutschland. Also wir haben ja ganz viel in Deutschland gekauft und das haben wir alles bisher noch nicht aufgebraucht. Und Marie sieht richtig cool aus mit ja, der Cap, danke. Oder? Das Essen ist fertig. Und, wie schmeckt's?
Ist heiß bestimmt, oder? Hm. Sehr gut. Richtig gut. Liebe Bolognese. Ja, wir lieben es immer selbst zu kochen, wenn wir unterwegs sind. Ne? Vor allem nichts Besseres. Jan kann besser kochen als dieses Restaurant. Danke. Jan ist jetzt fleißig dabei, gerade unser Sub aufzupumpen. Und Jan ist auch auf Form, ne? Ich auf jeden Fall. Das ist anstrengender, als es aussieht. Und dann geht's gleich hier bei Sonnenuntergang auf den See. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich würde sagen, das war die erste Nacht, in der wir wirklich, wirklich unfassbar gut geschlafen haben. Also ja. Die anderen Nächte haben wir auch gut geschlafen, aber sonst war es immer so, dass wir so um 4 oder 5 Uhr geweckt wurden, weil es kälter wurde nachts. Ja. Also nicht so kalt, dass man wirklich ernsthaft gefroren hat, aber so, dass wir uns schon aneinander kuscheln mussten. Und diese Nacht hatten wir eigentlich nur das Fliegengitter unten. Also sonst haben wir es so, dass wir halt das alles komplett haben, ne? Ja, blickdicht machen, damit halt auch keine Luft durch kann und so. Und wir haben nicht einmal ein bisschen gefroren, also nicht mal ansatzweise. Es war echt schön warm. Richtig schön warm. Und wir haben uns für heute überlegt, wir werden jetzt erstmal Tee trinken und dann den Tag starten, ein bisschen am PC arbeiten und heute wahrscheinlich hauptsächlich hier am Badesee chillen, ein bisschen baden und ja, einfach mal einen Tag so ein bisschen relaxen. Ja, es soll heute auch ungefähr 20 bis 25 Grad warm werden. Was hier für norwegische Verhältnisse relativ warm ist. Also man merkt das schon, wenn man hier länger unterwegs ist, dass einem dann über 20 Grad schon relativ warm vorkommt. Ist echt so, ne? Wir haben den ganzen Tag am Badesee gechillt, waren Zapfahren und haben uns gesonnt, haben aber auch ein bisschen am PC gearbeitet. Vielleicht einen Sonnenbrand bekommen, also Jan ich auf jeden Fall. Ja, sind jetzt weitergefahren und befinden uns jetzt bei der Atlantikstraße. Die ist 8 Kilometer lang und geht laut The Guardian, die haben glaube ich 2007 diese Straße zur schönsten Straße der Welt gekürt. Das auch zu Recht. Also was wir bisher gesehen haben, schön, sah unfassbar schön aus. Hm. Und Norwegen hat sie sogar auch zum schönsten Bauwerk, Des Jahrhunderts. Zum Bauwerk des Jahrhunderts gekürt. Und ja, also auf jeden Fall eine Straße, die man gesehen haben sollte. Haben wir auch ganz oft auf irgendwelchen Blogs und bei YouTube gesehen, dass Videos, man diesen Ort unbedingt angucken sollte. Und jetzt sind Zurecht. Wir hier und haben auch eben von oben mit der Drohne angeguckt. Unfassbar schön. Wunderschön, wirklich. Richtig, richtig schön. Den Stellplatz für diese Nacht gefunden. Jan sucht gerade noch die Kissen raus, glaube ich, fürs Zelt. Und hinter mir seht ihr das Meer. Also wieder die perfekte Lage erwischt. Ja, wahnsinnig schön. Ich würde sagen, jetzt, wo wir hier im Meer sind, ist es ein bisschen kühler, aber ich weiß nicht, dafür hat man halt noch geilere Aussicht. Und bei uns gibt es jetzt noch ein paar Serien und dann geht's ins Bett. Ja. Wir sind jetzt noch einmal über die Atlantikstraße gefahren und das können wir euch definitiv empfehlen, mal beide Strecken zu fahren, also einmal hin und einmal wieder zurück. Und jetzt gerade eben haben wir geduscht, das sieht man vielleicht auch. Wir konnten in diesem Häuschen hinter uns duschen und es war kostenlos. Wir haben auch extra nachgefragt, weil da nirgendwo ein Schild war, aber wir haben halt gesehen, dass da Duschen drin waren. Haben nachgefragt und er meinte, ja, gar kein Problem, duscht einfach dort und jetzt konnten wir kostenlos duschen. Das finden wir richtig, richtig cool hier in Norwegen und gleich geht's für uns weiter. Wir wollen jetzt Richtung Trondheim fahren. Wir warten jetzt gerade noch auf die Fähre. Da hinten ist sie. Die andere ist gerade weggefahren. Und Marie macht uns jetzt erstmal noch ein paar Käsebrote, ne? So wie sich das gehört auf dem Motor. Wir haben mal wieder einen total tollen Stellplatz erwischt an einem Badesee, mal wieder. Sogar mit Toiletten, also Plumpsklos, so Sitzgelegenheiten und haben unser Zelt schon aufgebaut. Und
Ja, bis eben hatten wir schönes Wetter. Also wir hatten unsere Hängematte hier hingehängt zwischen die zwei Bäume, haben unser Luftkissen aufgepumpt oder aufgeblasen, ja, wie auch immer, lagen da drauf, haben ein bisschen gechillt und jetzt hat das Wetter umgeschlagen und es soll den ganzen Tag regnen. Deswegen werden wir uns jetzt ins Zelt verziehen. Ist auch nicht so schlimm, ne? Weil von dort aus hat man auch eine schöne Aussicht. Und wir befinden uns jetzt in der Nähe von Trondheim, weil da soll es morgen hingehen. Und nach Trondheim wollen wir hoch zu den Lofoten fahren. Deswegen haben wir uns heute nochmal so ein bisschen ausgeruht. Ja. Weil die Strecke wird bestimmt anstrengend. Da werden wir ganz viel Auto fahren. Aber wir freuen uns richtig drauf. Und der Stellplatz hier ist echt wieder mal erste Sahne. Wir melden uns jetzt ausnahmsweise mal aus dem Auto wieder, weil es draußen sehr stark regnet. Ich würde sagen, wir hatten eine sehr, sehr interessante Nacht. Es war so stürmisch, es hat richtig Wahnsinn. Stark geregnet und draußen um uns rum ist gefühlt alles durch die Gegend geflogen und ja, dementsprechend konnten wir nicht so gut schlafen, weil es einfach viel zu laut war. Und sind dann ist ja auch noch nicht so, ne? Nee, dann sind wir aufgewacht, mussten natürlich erstmal das Zelt einräumen und die ganzen Sachen aus dem Zelt wieder ins Auto räumen. Das hat Spaß gemacht. Und es hat sowas von keinen Spaß gemacht. Es war so kalt, nass und eklig. Und ja, dann sind wir weitergefahren nach Trondheim, da haben wir dann kurz angehalten und sind da am Hafen gewesen, haben uns die bunten Häuschen angeguckt und es war sehr, sehr schön, aber ja. Das Wetter hat leider nicht mitgespielt, deswegen hatten wir dort nicht so viel Zeit verbracht. Ne? Genau, sind dann weiter zu Ikea gefahren in Trondheim, haben wieder einen Veggie-Hotdog gegessen, haben Kekse gegessen. Ja, Jan hat fünf Stück gegessen. Ja. Dann haben wir noch Eis da gegessen und die Kekse, die wir da gekauft haben, ne, also nicht die Kekse, sondern diese anderen Kekse, ich weiß gerade gar nicht, wie die heißen. Mit Himbeerfüllung weiß ich auch nicht. Ultra lecker, ne? Davon haben wir vier Packungen geholt. Wir wussten nicht, wie die vorher schmecken, aber direkt vier Stück gekauft. Sind super, super lecker. Und ja, für uns geht es jetzt hoch zu den Lofoten. Das heißt, wir werden heute, keine Ahnung, so 600, 700 Kilometer Auto fahren. Kennen wir ja schon, ja. Sind wir endlich bei den Lofoten, müssen dafür noch einmal mit der Fähre rüberfahren. Und ja, das werdet ihr alles dann im nächsten Video sehen. Also wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls ihr es noch nicht getan haben, seid ihr abonniert uns gerne unten kostenlos. Und bei Fragen, Anregungen, gerne ab damit in die Kommentare. Und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.